Yo, da sind wir wieder bei Zelda Skyward Sword. Ah, okay, jetzt ist Link auch aufgewacht. Ah, guten Morgen. Da sind wir wieder bei Zelda Skyward Sword. Link hat sich auch ausgeruht und ist bereit, gegen das Böse weiter zu kämpfen. Wo sind denn noch Inseln? Wo sind denn noch welche Sandzikaden? Hier? Es wird immer lauter, ja? Das sind Sandzikaden. Ach, mir leckt mich doch. So, jetzt muss ich mal schauen. Nein, da möchte ich nicht runter. Da vorne möchte ich runter. Jetzt lass mich erstmal kurz runterschauen. Da ist die Truhe. Okay. Ich würde sagen... Geronimo! Ja, ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus und... Jawohl! Ja, komm, das ist doch mindestens ein Herzteil wert. Oder ein silberner Rubin. Na gut. Dann wollen wir wieder zurück. Darüber. Das war gut getroffen. Hier frisst das. Ne, mehr würde ich nicht schmeißen. Und. Ja, noch ein bisschen Rubine. Wir speichern nochmal. Und gehen zum Captain, damit wir nun mit der Seekarte das Schiff finden. Hey, Capitano. Wollen wir? Du hast die Seekarte gefunden. Gut gemacht. Jetzt macht die Seefahrt das richtig Spaß. Lass uns mein Schiff suchen, ja? Sollen wir ablegen? Auf geht's. Brechen wir auch. Bzzzt. Öffne jetzt mal die Seekarte, die du mitgebracht hast. Okay. Aha. Die Lage der Werft ist mit X markiert. Moment, dann nehmen wir das wieder weg. Und legen es... dorthin. Alle unsere Schiffe kommen aus der Werft. Also meines wurde... Also auch meines wurde dort gebaut. Ich bin mir sicher, dass du dort einen Hinweis auf den Aufenthaltsort meines Schiffes finden kannst. Auf geht's. Okay. Da hinten müssen wir hin. Ja. Muss auch nach vorne drücken, um... zu fahren. Jetzt wieder ein bisschen langsamer. Und wieder Highspeed. Einfach hier durch die Gegend cruisen, düsen. Was passiert eigentlich, wenn ich das... Jetzt haben wir hier auch ein paar Monster. Ach du Scheiße, ein paar ist gut. Tschüss. Da haben sie noch ein paar Bobklings, Boblins, whatever. Hallo? Da sind noch so ein paar Explosionsfässer. Hallo? Geht er durch? Überall hier Monsterparty. Aber wir sind nun angekommen. Die Werft. Ein riesiger Gebäudekomplex. Mit ganz viel Schienen. Treiber dürfte raten, was wir hier machen dürfen. Das wird spaßig. Wir sind da. Diese Insel wurden früher Schiffe gebaut. Hier befinden sich auch sowohl die Werft als auch die Behausungen der Werftarbeiter. Dieses Gebäude ist die Werft. Ist aber zu. Aber der Eingang ist verschlossen. Wir kommen da wohl nicht rein. Das siehst du von hier aus. Die einzigen Gebäude dieser Insel sind mit Loren untereinander verbunden. Wenn du in die Lore steigst, kannst du die Werft vielleicht über den Hintereingang betreten. Okay. Dort ist auch der Lore-Bahnhof. Geh dort einmal hin und sieh dich um. Ich warte hier auf dich. Okay.
Und noch ein Speicherpunkt. Yay, wir sind in der Werft. So, dann mal hier hoch. Ah, ich sehe schon zwei nette Gegner, die da hinten auf mich warten. Hi. So, warte. Machen wir es mal so. Ja. Das lief besser als erwartet. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass ich dadurch, dass ich einfach auf den einen sinnlos einschlage, dass ich den anderen nicht so richtig treffe. Und der mich dann einfach weghaut, aber anscheinend hat er seine Deckung so gut runtergelassen, dass er sich immer genauso wie der andere hat treffen lassen. So, was haben wir denn hier so stehen? Tritt an die Lore ran und drücke A, um hineinzusteigen. Neige die Lore in der Kurve und mit der Wii-Fernbedienung. Bremse, wenn du zu schnell wirst, indem du B drückst. Um zu springen, bewege die Wii-Fernbedienung ruckartig nach oben. Noch irgendwelche Tipps? Oh, hey, ich habe hier gar nicht gesehen. Resort war einst eine Art Bahnhof für Loren. So, Loren sind auch gut in Schuss. Klettere hinein und fahre über die Insel. An der Wand dort drüben wird erklärt, wie du Loren steuern kannst. Aber Vorsicht, das ist nicht ungefährlich. Lies dir die Anleitung sorgfältig durch. Kann ich mich auch hinsetzen mit dir reden oder so? Ich lebe schon seit Jahren hier ganz allein. Doch dank meiner Loren wird mir nie langweilig. Ist immer schön, sich kurz mal hinzusetzen und dann mit den Leuten hier zu reden. So. Dann wollen wir mal. Yeah, yeah, yeah. Na dann, los geht's! Yeeha! Wow, ich liebe diesen Teil. Wow, wow, wow. Das war schon ein bisschen zu weit. So, dann hier rüber. Rechts rum. Und den ganzen Weg hoch. Und links rum. Und rechts rum. Und links rum. Hilfe. Ich liebe diesen Teil. So geil. Schade, nichts bekommen. So. Jetzt werde ich mal eine Gerudo-Libelle fangen. Nein, komm her. Na. Leck mich doch. Wow. Blöde Mini-Skorpione. Was haben wir da? Da ist die nächste Lore. Hallo, drehst du dich mal um? So, und hier ist der Weg zurück an den Anfang, ne? Ja, okay, da möchte ich nicht lang. Wir wollen da lang. Na, was steht denn hier so noch? Blub, blub, blub. Der redet nicht mit uns. Zur Werft. Okay. I take it. Let's have some fun. Bremsen. Wer braucht schon Bremsen? Bremsen ist für Anfänger. Bremsen ist auch so oder Kacken. Naja, fast. Egal. Gehen wir weiter. So, dann hier nach rechts. Ja. Man muss sich halt in die andere Richtung lehnen, damit man halt auch auf die andere Schiene geht. So, genau. Okay, hier ist nichts. Das heißt, wir können weiter. Jetzt zum Beispiel, hier muss man nach rechts. Gut. Uiuiui. So. Wo müssen wir jetzt lang? Geradeaus noch. Und ich würde... Nein, links! Ups. Bekomme ich Schaden? Nee, gut. Das war ein bisschen blöd. Minimal, ja. Ich habe bei der eine Millisekunde zu spät gesehen, dass ich nach links musste. Okay, dann nochmal. So, hier links rum. Und hier rechts rum. So, hier einfach durch. Dann hier rechts. Hier rechts hoch. Links rüber. So. Rechts und links.
So, und rechts. Immer die Strecke. Oh, wow, wow. Links. War das richtig? Ich glaube, es wäre egal gewesen, welchen Weg man nimmt. Ja, da wäre man wieder auf denselben Weg gelandet wahrscheinlich. Bis jetzt hier noch nichts Schwieriges. Woo! Woo! Hilfe! Fliegt ja bald von der Bahn runter. So, ein bisschen hier zur Seite neigen und. Na, wirklich springen muss ich jetzt aber auch nicht, aber okay, aussteigen. Da haben wir noch eine Statue. Mal sehen, was haben wir hier drin. Oh, hier sind Plätze. Setzen wir uns mal auf einen hin. Nichts passiert. Setzen wir auf den nächsten hin. Nichts passiert. Setzen wir uns auf den letzten hin. Nichts passiert. Schade. Was haben wir hier? Endstation Werft. Da hier schon noch eine Statue ist, speichern wir einfach mal nochmal. Okay. Und rein in die Werft. Dumm. Gebieter, wir sind im Inneren der Werft angekommen. Auch ziemlich sandig hier. Nach all der Zeit ist auch hier alles von Sand bedeckt. Ich empfehle dir, im Sand nach Anhaltspunkten zum Schiff zu suchen. Geht klar. Aber erst lesen wir hier so die Sachen, was hier noch steht. Am Monatsende ist die Lorenbahn wegen Inspektion den ganzen Tag geschlossen. Da sonst nichts. Da sind keine Zettel. Vorsicht. Vermehrt Angriffe von Piraten. Verzeichnet? Ja, verzeichnet. Hier haben wir nichts. Also nehmen wir unseren magischen Krug. Und pusten hier von hier oben ein bisschen rum. Schade, finden wir nichts. Also pusten wir ein bisschen weiter und weiter und weiter. Was haben wir denn da? Auch ein kleines Skorpionchen. Stirb. Ich habe irgendwo noch ein paar gesehen. Also pusten wir weiter. Oh, wir haben was gefunden. Was könnte das bloß sein? Ist das etwa ein Cyborg? Oh, das ist unser neues Reittier. Was denn? Nein, es ist einfach nur der. Es ist einfach nur der erste. Ne, der dritte Boss. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ja, der dritte Boss einfach nochmal. Der Boss ist so billig, dass man ihn einfach direkt nochmal neu einbaut. Und zwar so als kleinen Mini-Boss. Ey, lass mich Ruhe. So, damit war der erste Arm weg. Oder die erste Klaue, besser gesagt. Ja, komm. Mach auf. Komm her. Los. Ja? Mach seine Klaue auf. Wow. So, einmal noch, glaube ich. Dann ist die auch weg. Oh. Ja. Darauf sollte ich auch aufpassen. Ah, nee. Die große hält, glaube ich, ein bisschen mehr aus. Ein bisschen sehr viel mehr, ja. So. Jetzt verklebst du dich wieder. Das hatten wir ja schon mal. Ach komm, das Spielchen hatten wir doch. Was? Das Spielchen ist mir neu. Na, komm her. Und weg. Kein Problem. Jetzt bekommen wir nicht mal einen Herz-Container dafür, dass wir ihn fertig gemacht haben.
Gebiet erscheint, dass er dort in den Jahren zum Hort des Bösen verkommen. Wahrscheinlichkeit, hier einen Anhaltspunkt zum Schiff zu finden, scheint mir gering. Jetzt können wir hier auch raus. Das wollte ich nicht anwählen. Mal sehen, finden wir hier unten noch irgendwie was? Höchstwahrscheinlich nicht. Kann ich eigentlich nochmal hoch? Nö, scheint mir nicht so, oder? Damit vielleicht irgendwie. Wie blöd ist das denn? Kann man gar nicht mehr hoch. Na gut, dann gehen wir halt raus. Okay, damit waren wir eigentlich ganz umsonst hier in der Werft. Das hat nichts gebracht. Und dafür haben wir 5 Rubine in den Tod geschmissen. Speichern wir doch mal, dass wir ganz umsonst hier waren. Yes. Und gehen zum Captain und sagen ihm, dass wir nichts gefunden haben. Hier ist kein Schiff. In diesem Fall ist zwar das gefährlich, aber wir sollten direkt zum Piratenversteck fahren. Also auf geht's. Okay. Brechen wir auf. Wenn du meinst. Ich habe Angst. Der Boss der Piraten ist furchtbar stark und hat eine Menge Piraten an seiner Seite. Ich würde viel darum geben, ihn nie wieder sehen zu müssen. Aber ich mache es, um mein Schiff zurückzuerlangen. Piratenversteck ist auf der Karte mit X markiert. So, den nehmen wir da weg. Und setzen ihn dahin. Also los, brechen wir auf. Da hinten müssen wir hin. Weichen währenddessen allen möglichen Kram hier aus. So. Wow, das ist ja so ein Riesenfisch. Geh weg. Okay, hier ist sonst nichts. Das heißt, einmal... Moment. Aussteigen. Ich wollte das Boot richtig positionieren. Das Piratenversteck. Und man sieht schon, da oben ist ein Stein der Göttin. Ich habe Angst. Aber wenn man es genau nimmt, leben wir ja alle bereits nicht mehr. Auch ich bin nur ein Stein, ich bin auch nur wegen des Steins der Zeit in meinem Boot an diesen Ort gelangt. Irgendwie beruhigt mich das. Also Link, schau mal, ob du mein Schiff findest. Ich warte hier. Okay. Ich geh dann mal. Tschüss. Speicher erstmal. Und schau mich jetzt mal hier ein bisschen um. Da, da, da. Ich höre wieder Sandzikaden. Ich höre Fledermäuse. Und ich sehe einen Weg. Ja, ich wusste doch, dass hier was auftaucht. Hey, lass mich los! Natürlich! So. Dann will ich erstmal in Ruhe kaputt hier. Natürlich. Entweder der eine oder der andere. Ach komm, lass mich jetzt mal... Lässt du mich jetzt mal in Ruhe? Hallo? Wow, ich bin an einem Schleim gestorben. Danke, Link! Dass ich so ein beschränktes Kampffeld habe. Oh. So, ich mag diese Elektroschleim. Ich mag an sich alle Elektrogegner in diesem Spiel nicht. Oh Gott, in dem Schleim gestorben. So, gib mir mal ein paar Herzen. So, da hinten scheint nichts zu sein. Ein Herz immerhin. So, wie viel kommen denn noch? Schon die letzte? Nein, da kommt noch eine. Jetzt aber. Immer noch nicht? So, wo kommt ihr denn? Oh, ein Herz. Da.
Wo kommt ihr denn bitte alle her? Ach, da ist die Sandzikade, sehe ich gerade. Und noch ein Erz, wunderbar. Und noch eins, yay. Wieder ein bisschen aufgefüllt. So, diesmal fange ich sie aber. Bäm. Oh, Bomben, nice. So. Das Ding hat eine große Nase, deswegen schießen wir da mal was rein. Und hier drin ist... Wow! Viel Geld. Und sonst nichts. Das sind 300 Rubine, ne? Nicht schlecht. So, ist hier unten noch irgendwie was? Nö. Scheint auch sonst hier nichts zu sein, von daher gehen wir doch mal hier rein. Gott, gegen ein Schleim gestorben. Das ist echt ein Witz. Sinnoh-Gebieter. Ein Sockel. In dieser Vorrichtung befand sich kein Stein der Zeit. Befindet sich kein Stein der Zeit. Jedoch besteht in der Wahrscheinlichkeit 95%, dass es ein ähnlicher Mechanismus wie in der Wüste Ranel ist. Ja, ja, bla bla. Schätze, dass auch diese Vorrichtung von einem Stein der Zeit angetrieben wird. Ja, von was sonst? Da ist zu, da ist offen. Da mal rein, da. Geld. Und nichts. Oh, hallo. Au. Danke, dass ich mich so gut umdrehen durfte. Wow. Letztes Feuer trifft mich jetzt. Na? Ja? Hör auf, Feuer zu spucken. So. Toll. Du hast mir eine zu große Range, muss ich sagen. Egal. Ich hätte noch nicht mal besiegen müssen. Ich hätte einfach weiterlaufen können. Hier einfach weg und tschüss. Was haben wir denn hier? Oh, hi. Hier, nimm mal das. Schenke ich dir. Ah, okay, es hat doch gereicht. Herz. Hol. Ich wollte schon sagen, habe ich gerade das Herz weggesprengt? Das wäre ziemlich... Wow, 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 raus hier. Moment. Und durch. Na, was haben wir denn hier? Irgendwas war über mir. Achso, das war nur die Fackel. Da können wir nicht weiter. Und da haben wir den. Die Kugel der Zeit. Sinnoh-Gebieter. Dieses Objekt ist eine Kugel der Zeit. Anders als die Steine der Zeit kann man sie an verschiedene Orte bringen. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich eine Kugel gerade gefunden habe, mit der ich offensichtlich durch die Zeit reise. Wodurch ich auf jeden Fall nicht von selbst drauf gekommen wäre, dass es eine Kugel der Zeit ist. Oh Gott, fei. Jetzt gehen wir mal weiter. Moment. Na, komm her. Genau, mir wurde gesagt, wieso kämpfe ich nicht einfach so? Ja, deswegen. Das ist interessant auf jeden Fall. Ja, das ist auch eine gute Taktik, die Viecher zu
bekämpfen. Moment. Ach, die können die Dinge ja auch abblocken, fällt mir gerade wieder ein. Und tschüss. Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Dann nehmen wir unser Bällchen wieder und gehen weiter. Irgendwas habe ich gerade zum Leben erweckt. Hoppa! Und tschüss. Nehme ich eben nochmal kurz mit. Leg dich hier ab. Denn ansonsten würden wir hier eine Strombarriere erzeugen, durch die wir nicht mehr durch könnten. Ich zeig's einfach gleich nochmal. Silberner Rubin. Ey, ich krieg immer mehr Geld. Wie viel kann ich nochmal tragen? 5900 oder so, glaube ich. Jo, 5900. Hier, da wäre so eine Elektrobarriere gekommen. Ach, das war das. Genau, hier erzeugen wir nebenbei noch Bodenplatten, indem wir einfach nur in die Nähe dahin gehen. So, kam ich von hier? Nee. Aber hier möchte ich weiter. Und zwar dann darüber. Hierüber. 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 Und wir sind sogar schon fast da. Wie war das denn hier nochmal? Genau, so kam ich hier nicht durch. Das heißt, ich lasse das mal kurz hier stehen. Schauen wir mal, was auf der Seite war. Ein Schalter. Und nehmen wir jetzt den Stein wieder mit. Was ist das denn da? Achso. Das war nur das Ende von dem Zeitgebiet. Und hier können wir dann durch. Hier tauchen sicher irgendwo Pflanzen auf. Oder? Ja. Herz! Holen, 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 holen. So. Ja, war klar, dass dahinter was auftaucht. Moment. Dann hier stehen lassen und darüber. Ich bin Link, der Herr der Zeit. Der Held der Zeit. Und wieder Monsterhorn. Ist ja auch der Held der Zeit, noch Ocarina of Time zum Beispiel. Er ist auch der Herr der Winde in Wind Waker. Link hat sehr viele Titel. Hier ist er wahrscheinlich noch der Herr der Lüfte, weil er fliegen kann. Was haben wir noch? Irgendwo hier noch ein Monster oder so? Ja. Einen Moment. Du kommst nicht ran. Und ich treffe dich nicht richtig. Jetzt aber. So. Ja, dann gehe ich halt außen rum. Ist halt einfacher, so die so zu besiegen. Da muss ich mich nicht selbst in die Nähe von denen begeben. Was? Wo denn? Ach, da noch einer. Ja, bleib mal da. Ich lasse dich am Leben. Oh, cool, das war sogar richtig gerade. Ich wollte das andere Ding erwischen. Und hab dann halt den falschen Gegner angegriffen. So, da ist ein Monster, ne? Ey, das wollte ich nicht machen. Ja? Und tschüss. Das ist eigentlich, glaube ich, die beste Methode, immer noch die Viecher zu besiegen. Einfach den ersten Schlag blocken und... Ah, gut, ich wollte schon sagen, was kommt da jetzt schon wieder an? Und weg mit dir. Och. Und tschüss. Alles muss ich hier gerade mir in den Weg stellen. Na ja, komm. Dich besiegen wir noch und dann machen wir Schluss. Na, da kommt wieder so ein Bob-Kling-Ling. Oh, hi. Moment, dann stelle ich mich lieber hier hin. Okay, das war's mal wieder von Zelda Skyward Sword. Steck's weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.